Die BWL kümmert sich ja letzten Endes darum, dass Firmen das ökonomische Prinzip verfolgen. Das heißt, sie haben entweder eine Zielvorgabe so, dass sie das Maximale mit gegebenen Ressourcen erreichen möchten, oder dass sie sagen, ich habe ein Ziel, wie zum Beispiel 10 Stück produzieren und möchte minimalen Ressourcenaufwand dafür treiben. Wenn wir jetzt über diese Form der Ziele sprechen, konkretisieren wir ein Stückchen weiter und sind nicht so global galaktisch im Leitgedanken unterwegs, sondern irgendwann wird man sich im Arbeitsalltag mal konkret fragen, wie mache ich Ziele greifbar? Wie mache ich sie so, dass auch ich mit Mitarbeitern darüber reden kann, mit Kollegen mich austauschen kann? Und vor allem, wie kann ich am Ende herausfinden, dass ich sie erreicht habe? Wie mache ich das greifbar? Das ist hier das entscheidende Thema. Da hat sich ein Konzept entwickelt, was man mit so einem amerikanischen Akronym gut verbinden kann. Denn hier steht es ja schon drauf, die SMART-Ziele, die meinen am Ende, dass wir im Prinzip spezifisch messbare Ziele eben hier haben. Ziele sind verständlich, sie sind klar und eindeutig zu formulieren. Also zum Beispiel, wenn wir sagen würden, wir wollen jetzt irgendwie besser werden, da merken wir schon, das ist ziemlich schwammig und unkonkret. Wenn wir jetzt aber sagen würden, wir wollen ein spezifisches Produkt herstellen, ich sage jetzt mal ein Smartphone so bauen, dass es auch eine Kamerafunktion hat, dann merken Sie, es wird schon ein bisschen konkreter. Wenn wir zu der Kamera aber genaue Eigenschaften im Prinzip definieren können, zum Beispiel 20 Megapixel oder sowas, dann beginnen wir aus dem Spezifischen automatisch ins Zweite hineinzumünden. Nämlich, dass wenn ich jetzt Dinge habe, die ich feststellen kann, kann die Kamera jetzt wirklich 20 Megapixel oder nicht aufnehmen, dann habe ich einerseits oben eine Sache, mit denen die meisten Menschen was anfangen können, die in der Technik unterwegs sind, und auf der anderen Seite das M, die Messbarkeit, ebenfalls erreicht, denn messbar, feststellbar, ich finde ja dann raus, wenn ich so ein Foto mit der Kamera mache, mit meinem Smartphone, dass dieses Foto auch tatsächlich diese 20 Megapixel erfüllt, ja oder nein, da sehe ich mein Ergebnis tatsächlich. Ist das Ziel achievable? Ist es erreichbar? Manchmal macht man bei dem A auch ein attraktiv an dieser Stelle. Ist es wünschenswert für die Mitarbeiter? Denn je mehr Ziele leichter erreichbar sind, also zu leicht dürfen sie nicht sein, aber je mehr sie im positiven Sinne gut erreichbar sind, in dem Moment, wo die Mitarbeiter sagen, jawohl, das macht Sinn für die Firma, das ist richtig gut, da ist der Mitarbeiter schon eher motiviert und die Chance, dass wir das gemeinsam erreichen, das Ziel mit der Firma, das ist natürlich größer. Dann haben wir relevant. Manchmal macht man da auch realistisch daneben. Das finde ich manchmal sogar ein bisschen besser. Denn am Ende können wir Ziele setzen, von denen wir denken, jawohl, sie sind entscheidend für die Firma. Sie bringen die Firma weiter. Das wäre die relevante Seite. Aber gleichzeitig eben auch das Realistische. Denn ein Ziel, wo ich sage, also da müssten wir 3 Jahre investieren, wir haben aber nur 1 Jahr Zeit. Das ist nicht realistisch. Da müssen wir sagen, keine Chance, das jemals zu erreichen. Da werden wir Lichtjahre dieses Ziel verfehlen. Und das hat ja auch wieder eine Rückkopplung auf hier, auf die Erreichbarkeit. Genauso aber sehen Sie das Letzte eben, die Zeitfrequenz spielt bei ganz vielen Zielen eine Rolle. Natürlich kann man ganz, ganz viele Ziele erreichen, aber manchmal ist man in der Planungsutopie unterwegs, das schneller erreichen zu wollen, als man es kann. Und diese Terminierung oder dieses Time-Based auf Englisch dann, terminiert oder time-based, da wissen wir eben, dass wir da vernünftige, sinnvolle Zeitachsen für diese Ziele setzen sollen. Das wären eben unsere 5 Buchstaben, SMART, eben spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, beziehungsweise die anderen Bedeutungen, die Mitbedeutungen noch. Und wann immer Sie Ziele haben, zum Beispiel wenn Sie auch ein Projekt durchführen, lohnt es sich am Anfang, sich diese Regel vor Augen zu führen, greifbar diese Ziele festzuzurren und eben am Ende, zum Beispiel auch bei einer schriftlichen Arbeit, sich zu fragen, haben wir das Ziel erreicht? Und da gibt es kein Ja-Nein. Es gibt immer Zielerreichungsgrade, auch in der BWL. Manche Ziele erreichen wir vielleicht zu 90%, zum Beispiel bei der Zeitachse noch 3 Tage länger und dann ist alles gut. Das ist aber auf jeden Fall besser, als gar nichts darüber zu wissen oder nur zu sagen Ja oder Nein. Wir werden diese Ziele auch vielleicht manchmal in Prozenten messbar machen müssen. Und versuchen Sie es immer, irgendwie, wenn es geht, mit Kennzahlen, aber zumindest mal mit Dingen, die Sie feststellen können, Ziele aufzuschreiben. Das hilft dann vielleicht schon weiter.